Herzlich willkommen zum zweiten Kennen Sie Tübingen Film im Jahr 2023. Heute steht noch mal etwas ganz Besonderes auf dem Plan, nämlich das Tübinger Rathaus von unten bis oben. Eines der ältesten historischen Gebäude, das Herzstück sozusagen der Stadt, mittendrin am Marktplatz, schon im 15. Jahrhundert genutzt und dann später auf vielfältige Weise, es war eine Gerichtsstube drin, es ist natürlich aber auch der Sitz der Oberbürgermeisterinnen, es gab bisher nur eine. Und dieses Gebäude hat eine über 500 Jahre alte Geschichte und die wollen wir Ihnen heute mitsamt seinen Nutzerinnen und Nutzer vorstellen. Und dazu begrüße ich herzlich den Stadtarchivar Udo Rauch, der in diesem Gebäude seit fast 40 Jahren arbeitet und der es eigentlich wie kein anderer kennt und uns durch die Geschichte führen wird, aber natürlich uns auch die unterschiedlichen Räumlichkeiten, die sonst eben nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind, zeigen wird. Udo Rauch muss man hier nicht vorstellen, er ist eine Tübinger Institution. Ich übergebe ihm gleich das Wort und er wird Sie in das Rathaus einführen. Vielen Dank, ja, meine Damen und Herren. Was Sie soeben gehört haben, vielleicht haben Sie die Melodie erkannt. Das war nicht das Tübinger Rathaus-Glockenspiel, sondern das war das Original in Kopenhagen. Unsere Glocken, die befinden sich in diesem kleinen Dachreiter, den wir eben mit der Drohne umkreist haben. Die Glockenmelodie, die war aber nun nicht solo, die Sie gehört haben, sondern die war eingebettet in eine ganze Symphonie. Es war der Auftakt zu dieser Symphonie und zwar komponiert von einem dänischen Komponisten, Klaus Schoning, der das vor einigen Jahren komponiert hat. Und ja, Tübingen und Kopenhagen spielen die gleiche Rathausmelodie und haben ja vielleicht auch in der Realität ein paar Dinge gemeinsam. Zum Beispiel, ich denke da an die blauen Fahrradwege, ich denke da aber auch an die Begeisterung der Tübinger und der Dänen für das Fahrradfahren. Nun die Frage, wie kam es eigentlich zu diesem Kopenhagener Schlag in Tübingen? Und das war eigentlich ganz einfach. 1979 wollte Oberbürgermeister Eugen Schmid ein Glockenspiel aufs Rathaus haben. Die älteren Rathausglocken, die waren im Zweiten Weltkrieg eingeschmolzen worden. Und ja, seitdem gab es dann nur noch so billige Schellen. Und die gingen dem Oberbürgermeister damals im wahrsten Sinne auf den Wecker. Die schepperten einfach nur rum. Also hat er angeregt, ein Rathausglockenspiel zu beschaffen. Man hat die Firma Perro, den Kalfe, damals beauftragt. Und die schlug damals vor, man könnte doch ein Glockenspiel beschaffen, das soll spielen üb immer Treu und Redlichkeit bis an dein kühles Grab. Die bekannte Mozart-Melodie. Aber das war dem Tübinger Oberbürgermeister damals nun wirklich zu moralinsauer und natürlich auch zu preußisch. Die Melodie wurde bekanntlich gespielt im alten Potsdam, dort von der Garnisonskirche. Und da war er total dagegen. Er schrieb neben die oder auf diesen Brief drauf, nur ja nicht. Ja. Und das steht bis heute am Rand dieses Schreibens. Ja, nun, man hat überlegt, was kann man mit den Glocken denn sonst noch spielen? Und da kam man sehr schnell auf diesen Kopenhagener Schlag. Der hatte nur vier Glocken, der war sehr preisgünstig zu beschaffen und das hat dann letztlich den Ausschlag gegeben. Ja, nun kommen wir zur eigentlichen Rathausgeschichte. Wir stehen ja hier vor dem Gebäude, so wie es 2013 bis 2017 saniert wurde. Man hatte damals 11 Millionen Euro ausgegeben. Man hat es statisch ertüchtigen müssen, das war ganz wichtig. Und man hat es natürlich im Innern auch modernisiert. Aber last not least, man hat auch die Fassade restauriert damals. Und man hat im Erdgeschoss, ganz wichtig, das bemerkt man natürlich heute, man hat die alten Korbbögen wieder hergestellt, so wie diese im 19. Jahrhundert gebaut worden waren. Nun, ich denke, nach dieser Sanierung hat das Rathaus wirklich gute Chancen, dass es im Jahr 2035, so lange ist es ja nicht mehr hin, seinen 600. Geburtstag feiern kann. Das ist dann nun wirklich
eine ganz schön lange Zeit. Nun, bei dieser Sanierung, wo man das Unterste zu Oberst gedreht hat, da hat man sensationelle Einblicke tun können in die Baugeschichte dieses Gebäudes. Und man hat eigentlich im Nachhinein die komplette Baugeschichte des Rathauses umschreiben müssen. Hier vielleicht noch ein wenig die grundlegenden Fakten, bevor wir in das Gebäude reingehen. Der Kern des Rathauses ist mittelalterlich, spätmittelalterlich. Es ist das älteste Haus hier am Platze, am Marktplatz. Alle anderen Seiten wurden praktisch vom Feuer hinweggerafft. Also das ist wirklich eine gute Seite, die man für das Rathaus hier ausgewählt hat. Und ich denke auch ein wunderbarer Ort für das Stadtarchiv, das nämlich mit dem Haus überlebt hat. Also 1435 wurde das Rathaus errichtet, zunächst allerdings nur mit 3 Vollgeschossen. Dann 1495, also immer noch im späten Mittelalter, hat man ein Geschoss erhöht. Und die eigentlich letzte Zutat, die aber natürlich das Gebäude heute prägt, das ist die Fassade von 1876 im Stil der Neorenaissance. Die Geburtsstunde dieser Fassade, die schlug 1876 deswegen, weil da die 400-Jahr-Feier der Universität angestanden hat. Und so hat also der damalige Oberbürgermeister Julius Goes vorgeschlagen, man möge doch das Rathaus ein wenig aufhübschen. Er hat einen Sgraffito-Putz vorgeschlagen und er hat dazu einen Stuttgarter Architekturprofessor namens Konrad Dollinger beauftragt. Ausgeführt hat es allerdings ein bayerischer Freskenmaler, Ludwig Lesker. Der hat damals in Bayern für König Ludwig II. Gearbeitet, also wirklich ein kundiger Fachmann. Der hat zum Beispiel die Fresken in Herrenchiemsee auch geschaffen. Der hat Tonplatten angebracht. Diese Tonplatten mussten Platte für Platte einzeln auf die Fassade genagelt werden. Und dann hat er den feuchten Putz aufgebracht. Mehrere Schichten, unterschiedliche Farben. Und je tiefer er geritzt hat in den Putz, kam eine andere Farbe zum Vorschein. Zum Inhalt ein paar Worte. Der Kern im Mittelpunkt steht der Herzog Eberhard im Bad. Er ist die wichtigste Person in der Tübinger Stadtgeschichte. Und die Darstellung der Stadtgeschichte auf dieser Fassade, das war ein wichtiges Anliegen. Also man hat Herzog Eberhard im Bad in den Mittelpunkt gerückt. Man hat ihn gezeigt mit seinem Herzogsschwert, das er gerade erworben hatte. Und man hat ihn gezeigt mit der Gründungsurkunde der Universität. Das ist allerdings ein Fake. Es gibt so eine Gründungsurkunde der Universität überhaupt nicht. Aber so hat man sich es nun mal einfach vorgestellt. Und ganz witzig, wenn man sich diese gefakte Gründungsurkunde näher anschaut, dann sieht man, da ist auch Text drin. Ja, und da hat er sich selber reingeschrieben. Ludwig Lesker Fekit. Ja, das einende Element aller dieser Dinge, die man da sieht, vor allem bei den Herren, die da dargestellt sind. Das einigende Element ist die Tübinger Stadtgeschichte. Und bei den Herren, die dargestellt sind, bei denen ist es vor allem der Mut, den sie bewiesen haben, der Mut vor Königsdrohnen gegenüber den Herrschenden. Ich will die nicht im Einzelnen darstellen, aber ich will dafür eingehen auf 2 oder 3 Damen, die man in dieser Fassade sieht. Das sind Göttinnen. Da sehen Sie die Göttin der Gerechtigkeit. Dann sehen Sie die Göttin der Wissenschaft, die Minerva, die steht natürlich für die Universität. Und dann sehen Sie die Ceres. Die Ceres steht für den Ackerbau und sie hat ein Füllhorn in der Hand. Und dieses Füllhorn, das enthält nicht etwa Trauben. Tübingen war ja eine alte Weinbaustadt. Man könnte da vielleicht die Trauben erwarten. Nein, da ist Hopfen drin. Denn Tübingen war in dieser Zeit, in den 1870er Jahren, eine Stadt der Bierbrauer, eine Stadt des Hopfenhandels. Das war das, was damals hier umgeschlagen wurde und was die Leute auch versorgt hat und womit sie ihr Geld verdienen konnten. Auf dem Dachfirst sitzt schließlich noch ein kleines Türmchen. Das stammt von 1511 und es ist entstanden zusammen mit der astronomischen Uhr. Und es hat von Anfang an die Glocken für diese astronomische Uhr beinhaltet.
Diese älteren Glocken sind aber leider alle vernichtet. Man hat sie eingeschmolzen im Zweiten Weltkrieg. Und seit 1979 hängen dort also die 5 Glocken des Tübinger Rathausglockenspiels, die Sie vorhin eingangs gehört haben. Auf diesem Dachreiter nun, da thront die Rathausspitze mit einer Kugel. Und als man die 2016 abgenommen hat, um sie zu restaurieren, da fand man historische Objekte darin. Das waren Dokumente, die so eine Art Zeitbotschaft darstellen sollten. Eine Botschaft an die Zukunft. Allerdings, als man aufgemacht hat, waren diese Papiere alle vermodert. Aber immerhin konnte der Restaurator damals noch einiges retten. Ein Stadtplan zum Beispiel von 1876, ein Blechschild mit einer Aufschrift aus dem Jahr. Und es war also ganz klar, dass dieser Inhalt von damals gestammt hat. Und dann waren aber auch noch dabei viele, viele Münzen. Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier im Erdgeschoss des Rathauses, im heute sogenannten Foyer. Das sind ungefähr 24 auf 12 Meter in der Ausdehnung, also praktisch die komplette Grundfläche des Rathauses. Sie sehen überall die Außenwände, die das Gebäude hat. Nun, als man das Rathaus begonnen hat zu sanieren, war die Idee, dass man diesen Raum schaffen wollte. Hier waren vorher Hauswirtschaftsräume. Hier waren 2 Pförtnerlogen, es war alles sehr dunkel. Die Heizung befand sich auf der einen Seite. Das sollte alles rausgebrochen werden und man wollte ein helles, ein lichtes Foyer bekommen. Allerdings, als man dann angefangen hat mit der Arbeit, hat sich herausgestellt, diesen einheitlichen großen Raum hat es historisch eigentlich nie gegeben, sondern das waren 3 unterschiedliche Räume mit 3 unterschiedlichen Niveaus, die sich zum Marktplatz geöffnet haben, ebenerdig, der Marktplatz fällt ab, aber jeder Raum war ohne Treppe, ohne Stufe erreichbar. Dann wurde hier verkauft und zwar in 3 Abteilungen Brot, Salz und Fleisch. Das waren Waren, die einfach unter der Obrigkeit, unter der Kontrolle der Obrigkeit stehen sollten. Sie waren empfindlich, aber mit denen wurde halt auch gerne Wucher getrieben und da wollte die Obrigkeit einfach den Blick drauf haben. Nun, es gibt allerdings in diesem Raum bei der Sanierung mehrere Entdeckungen und die will ich Ihnen jetzt einfach vorstellen. Eine Entdeckung war zum Beispiel dieser Bogen. Dieser Bogen, der wurde erst im Jahr 1540 folgende errichtet und es ist der Beweis dafür, dass das Rathaus ursprünglich hinten gar keine Außenwand hatte, sondern dass man unterm Rathaus hindurchlaufen konnte auf einen weiteren Platz, der sich hinterm Rathaus befunden hat. Und erst als man 1540 folgende angefangen hat mit einem Neubau hinterm Rathaus, wollte man natürlich dort auch einen Zugang schaffen und dann hat man diesen Bogen errichtet. Mit dem Neubau dieses Gebäudes, dem sogenannten Salzhaus, 1540 folgende, hat man dort auch einen großen Keller errichtet. Dieser große Keller gehörte aber gar nicht zum Rathaus. Der wurde auch nicht als Rathauskeller bezeichnet, sondern das war der Spitalkeller. In diesem Spital gab es große Einnahmen von Wein, aber man konnte da unter dem Spital keinen Keller graben. Da läuft der Ammerkanal. Der Grundwasserspiegel ist zu hoch, das geht einfach nicht. Deswegen hat das Spital hier oben einen Keller gekriegt und konnte in diesem Keller 90.000 Liter Wein einlagern. Nur um die Größenordnung zu verdeutlichen, 90.000 Liter, das ist so viel etwa, wie in das große Fass reingegangen ist, das große Fass auf dem Tübinger Schloss. Nun, in diesen Spitalkeller kam man durch diesen Bogen hindurch. Ja, da war links dann der Abgang hier in den Spitalkeller runter. Und dann gibt es noch eine weitere
Kuriosität, muss man sagen. Das ist diese bräunlich gestrichene Wand da hinten. Warum braun? Das hat man jetzt gemacht und neu. Aber man will damit etwas andeuten. Und zwar, diese Wand ist älter. Diese Wand stammt noch aus der Vorgängerbebauung von dem Haus von der Witwe Heringstein, die ihr Haus an die Stadt verkauft hat, um ihr das Rathaus neu zu bauen, 1435. Und diese Wand war offensichtlich so gut, dass man sie hat stehen lassen und sie integriert hat in den Rathausneubau. Und dann gibt es noch eine Besonderheit. Das hier ist die letzte intakte Stütze hier im Erdgeschoss von 1435. Die war allerdings ziemlich marode und man musste sie jetzt sanieren. Man hat den unteren Teil erneuert. Das war sehr, sehr teuer, hat lange gebraucht. Das war eigentlich die teuerste Einzelmaßnahme. Der ganze Baum war einfach morsch gewesen. Und was sich nun rausstellte bei der Sanierung, war Folgendes. Dieser Baum war schon lange morsch gewesen, wahrscheinlich schon seit dem 19. Jahrhundert, zerfressen vom gescheckten Nagelkäfer, der da im Inneren gewütet hat. Und in den 60er Jahren bei der Sanierung, da hat man diesen Aufwand mit Erneuerung der Stütze gescheut. Und stattdessen hat man einfach an die hintere Seite eine Stahlstütze gesetzt. Diese Stahlstütze musste nun die ganze Last aus dem Gebäude aufnehmen und nach unten abführen. Und nun hat man, also man mag es kaum glauben, diese Stahlstütze auf die mittelalterlichen Fundamente draufgesetzt, aus Stein. Und diese Fundamente sind seit den 60er Jahren unter diesem Gewicht zerborsten. Und das war ein Riesenproblem insofern, weil man nämlich in den 60er Jahren zudem beschlossen hatte, oben unterm Dach das Stadtarchiv unterzubringen. Also die schwerste Last, die man sich vorstellen kann, die Bücher, waren hier im Gebäude unterm Dach. Insgesamt war die Stütze um das Vierfache ihrer Tragkraft überfordert. Und das war auch der Hauptgrund, warum das Rathaus saniert werden musste. Das galt nicht nur für diese Stütze, auch die anderen Stützen waren durch diese enorme Last im Gebäude überfordert. Dann noch interessant, man hat hier ein kleines archäologisches Fenster gelassen. Man kann, wenn man da runterschaut, muss man allerdings eine Taschenlampe nehmen, dann kann man das Originalfundament sehen noch und man sieht, dass das Niveau von diesem Raum wesentlich niedriger war, wie gesagt, um hier einen ebenartigen Ausgang früher auf den Marktplatz zu bekommen. Nun so viel zum Foyer, zum Erdgeschoss hier im Rathaus. Nun gehen wir in den ersten Stock, eine Treppe höher. Ja, wir sind hier im ersten Stock gelandet und wenn man sich ein bisschen umschaut, kann man auch unschwer erkennen, wir sind im großen Sitzungssaal des Tübinger Gemeinderats, also im Ratssaal. Hinter mir, stellen Sie sich vor, sitzt der Oberbürgermeister hier im Halbrund an diesen modernen Tischen. Da sitzen die Gemeinderätinnen und Räte, das sind 40 Ehrenamtliche, die hier sich versammeln. Der Saal, Sie sehen wiederum die Außenwände, Sie sehen praktisch die komplette Rathausgrundfläche, hat 260 Quadratmeter, 24 auf 12 Meter und ist im Prinzip von 1435 unverändert. Ursprünglich war das hier die sogenannte Lederbühne. Das heißt, es war ein Verkaufsraum für die Tübinger Gerber.
Tübingen war eine Stadt der Lederherstellung. Sie kennen alle den Ammerkanal, die vielen Brückchen. Da haben die Gerber gearbeitet, haben da ihre frischen Häute gewaschen. Wenn das alles fertig gegerbt war, dann kam es hier aufs Rathaus und wurde hier in diesem Verkaufsraum verkauft. Man kann also sagen, sowohl das Erdgeschoss als auch hier der erste Stock, hier war eigentlich eher ein Kaufhausbetrieb. Die Verwaltung saß dann erst eine Etage höher. Nun, der alte Zugang zu diesem Raum, der war in dieser Ecke hier. Ja. Es gab nämlich gar keine Innentreppe im Rathaus, sondern man hat diesen Raum über 5 Stufen von der Haaggasse aus sehr bequem natürlich betreten können, sodass die Marktbeschicker mit ihren Waren ungehinderten Zugang hatten, aber natürlich auch die Käufer, die hier dann eingekauft haben. Ja, wenn wir uns etwas umschauen, es gibt ja sehr wenige solcher, ja, man muss schon sagen, gotischen Räume, 1435, und hier sind wirklich die Stützen noch alt. Ich habe mir immer überlegt, warum hat es eigentlich hier so viele Löcher? Hat man da mal Nägel reingeschlagen oder um was geht es denn hier eigentlich? Nein. Das war der gescheckte Nagelkäfer. Das sind die Ausflugslöcher von diesem Käfer. Und viele dieser Säulen haben innerlich gravierende Schäden durch das Werk dieses Käfers, der dort im Innern dieser Stämme gewütet hat. Sie sehen eine Stütze weiter, die war so befallen, dass man sie komplett austauschen musste, schon in den 1960er Jahren. Nun vielleicht noch ein Wort zum Alter dieser Baumstämme. 1435, das heißt, vor bald 600 Jahren sind diese Eichen im Schönbuch, weiß man, gefällt worden. Aber damals, als diese Bäume gefällt wurden, waren sie auch schon rund 250 Jahre alt. Also wir kommen locker auf einen Zeitraum von über 800 Jahren. Und Sie müssen sich also vorstellen, dass unter diesen Eichen, als die im Schönbuch standen, noch die Stadtgründer, die Pfalzgrafen von Tübingen, lagern konnten. Oder dass sie an den Eichen vorbeigeritten sind bei ihrer Jagd mit ihrer Hundemeute. Das ist nun wirklich Geschichte zum Anfassen. Es gibt noch ein paar historische Details in diesem Raum, die sollten wir uns unbedingt anschauen. Und da sehen wir in dieser Ecke, da hinten, ein Zifferblatt. Und wenn wir das genauer betrachten, dann sehen wir, es ist über ein kompliziertes Gestänge verbunden. Das Gestänge geht nach oben, geht an der ganzen Decke entlang, bis es dann in der Decke verschwindet. Diese Zifferblätter, es gibt insgesamt 5 von der Sorte im Rathaus, wird angetrieben, zentral angetrieben von der astronomischen Uhr unterm Dach. Und zwar das seit über 500 Jahren. Ja, dann noch ein Detail, das vielleicht für viele auch spannend ist. Das ist die kleine Rathauskanzel. Der Blick, der von hier aus nach draußen geht auf den Tübinger Marktplatz, ist natürlich schön und wird heute hauptsächlich noch von den Paaren wahrgenommen, die hier heiraten. Heute ist reger Betrieb, weil Stadtmarathon gelaufen wird und deswegen haben wir hier natürlich einen höheren Lärmpegel als sonst. Ursprünglich, vielleicht gehen wir ein Stück wieder rein, da wird es ruhiger. Ursprünglich wurden von dieser Kanzel aus die Edikte der Stadt verlesen oder die Edikte des Herzogs. Das heißt also die Verordnungen, die Anordnungen, die die Stadtbevölkerung zu befolgen hatte. Oder aber, wenn der Herzog nach Tübingen kam in Person, dann hat er sich auf diese Kanzel hier gestellt und hat die Huldigung der Tübinger entgegengenommen. Ja, so viel hier zur Rathausbühne. Dann gehen wir jetzt einen Stock höher und schauen uns dort an, wie es weitergeht.
Ja, meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in Oehren. Das Wort Oehren ist heute nahezu ausgestorben. Das hat früher bedeutet, das ist der erste Raum, den man betreten hat, wenn man von der Straße aus in ein Haus hineingegangen ist. Und nun sagen Sie natürlich, das kann nicht sein, wir sind doch jetzt schon durch mehrere Räume gegangen, haben ein Treppenhaus benutzt. Nein, das war früher ganz anders hier. Der alte Eingang zu diesem Oehren erfolgte durch diese Tür da hinten. Und hinter dieser Tür war eine Außentreppe. Diese Außentreppe ist sogar auf alten Fotos dokumentiert. Vor allem hat man sie gesehen 1907, als der Rathausanbau von 1540 abgebrochen wurde. Und dann sah man noch die Stufen, wie die sich abzeichnen auf dem alten Foto. Hier war also der Haupteingang für die Verwaltung für das Tübinger Rathaus. Und das ist nun auch der Grund, warum dieser Raum als Empfangssaal ausgestaltet wurde, warum man 1596 diese aufwendigen Grisaillenmalereien hier an die Wände angebracht hat. Nun, wer wurde hier empfangen? Empfangen wurde das Tübinger Stadtgericht zum einen, die Richter und Räte, die hier Recht zu sprechen hatten. Und wenn die empfangen worden waren, dann sind die im Sommer durch diese Tür gegangen, hier zu meiner Rechten, und haben sich in die große Gerichtsstube begeben. Aber im Winter sind sie auf die andere Seite gegangen, nämlich zu meiner Linken. Und das ist die kleine Gerichtsstube, die sich dahinter verbirgt. Heute das Dienstzimmer von Oberbürgermeister Palmer, das wir uns gleich auch noch anschauen werden. So, es gab aber nicht nur das Stadtgericht hier, das empfangen wurde, sondern es gab auch noch das Hofgericht. Das tagte einen Stock höher. Und diese ehrenwerten Herrschaften, die sind nach dem Empfang, ein richtiges Zeremoniell, da gibt es Überlieferungen dafür, die sind nach diesem Empfang also dann eine Etage höher gegangen und haben sich dann dort oben in der Hofgerichtsstube versammelt. Nun zu den interessanten Malereien. 1596 wurden sie an die Wände gemalt von einem Tübinger Maler namens Jakob Züberlin. Allerdings, dieser Jakob Züberlin, der hatte einen ganz bestimmten Auftrag bekommen. Er sollte nämlich Grafiken von einem oberrheinischen Grafiker namens Tobias Stimmer, so kleine Grafiken, wenige Zentimeter groß nur, ins Riesenhafte vergrößert an die Wand übertragen. Und das einende Element von allen diesen Bildern ist, das sind Gerechtigkeitsbilder. Ja. Die sollten diese Herren hier daran ermahnen, gerecht zu sein, demütig zu sein, klug zu sein, auf jeden Fall ihr Amt sehr gut im besten Sinne auszuüben. Wir schauen uns mal ein paar einzelne an. Hier sehen wir zum Beispiel eine Szene, da ist ein Herr, der sagt zu seinem Nachbar, du hast einen Splitter im Auge, merkt aber selber gar nicht, dass er einen Balken im Auge hat. Hier über der Tür zur kleinen Gerichtsstube haben wir eine Prudentia, die Klugheit. Ja? Und der hat man auch einen Spruch beigegeben, der ist alt, der stammt von 1596, wurde aber 1760 erneuert. Und man lässt die sozusagen sprechen und sie sagt, all hier sitze ich an Gottes Stadt, bei mir die Stadt und Land findet Rat, so ich schon nicht kann jedermann nach seinem Willen und Gefallen tun, so ist doch mein Gewissen rein und Gott mein Trost und Lohn allein. Nun, die Prudentia hält in der Hand einen Spiegel, das Attribut der Erkenntnis, und eine Schlange, das Attribut für die Klugheit. Noch ein weiteres Beispiel, das ganz interessant ist, das stammt jetzt aus der römischen Geschichte. Hier sieht man den Schulmeister von Falerii. Der wird gerade von seinen Schulkindern geschlagen, gezüchtigt. Ja. Falerii, das war eine Kleinstadt in der Nähe von Rom in der Antike. Und dieser Schulmeister, der hatte sein Städtchen, das belagert worden war, an den Feind verraten.
Und die Sache wendete sich zum Guten, aber der Schulmeister wurde wegen des Verrats bestraft und man hat gesagt, der soll seine gerechte Strafe kriegen, der soll für diesen Landesverrat von seinen eigenen Schülern bestraft werden. Wir kommen zur Tür in die große Gerichtsstube und hier sinnigerweise die Justitia in diesem Fall nicht wie außen, hier mit verbundenen Augen sogar. Die Gerechtigkeit bin ich genannt, die Augen mir verbunden sein, den Reich und Arm gleich bekannt, das Reich und Arm hab gleichen Schein. Also hier eine schriftliche Ermahnung mit dem Datum 1596. Und dass ich als relativ kleiner Mensch hier hinfassen kann, zeigt schon, dass diese Tür ein Problem in sich birgt. Es gibt zahlreiche Oberbürgermeister, die hier schon den Kopf angeschlagen haben, weshalb sie in der Regel abgeschlossen ist, aber wir haben sie ja vorher geöffnet. Gut, so viel zum Hören und jetzt gehen wir in die große Gerichtsstube rüber. Ja, auch hier sieht man eigentlich unschwer, wo man sich befindet, nämlich im heutigen Tübinger Standesamt. Zwei rote Stühle vor mir, hier sitzen die zu trauenden Ehepartner und hinter mir die Standesbeamtin oder der Standesbeamte. Aber ursprünglich war das hier diese große Gerichtsstube, in der sozusagen über Wohl und Wehe der Stadt Tübingen jahrhundertelang entschieden wurde. Der Stadtrat und das Stadtgericht, die hatten eigentlich zwei Aufgaben wahrzunehmen. Einmal über Leben und Tod, über Delinquenten, über Missetäter, Straftäter zu entscheiden. Und zum anderen haben sie auch die Verwaltungsgeschäfte geregelt. Denn früher gab es diese Trennung nicht, wie wir sie heute kennen. Also es gab keine moderne Gewaltenteilung. Und so war alles in der Hand dieses einen Gremiums. Ja, die baulichen Gegebenheiten hier in diesem Raum sind eigentlich noch die ursprünglichen von 1435. Sie haben die Wände aus Eichenholz, sie haben die Decke, eine Bohlenbalkendecke, sie haben hier die Fenster zum Marktplatz mit den originalen Gesimsen und mit den Gewänden aus dem Mittelalter 1435. Das Einzige, was wirklich nachträglich war, das ist diese Bemalung von 1596. Das sind Feldfrüchte, wie sie überwiegend hier in Tübingen angebaut werden. Das sind Birnen, das sind Äpfel, das sind Rettiche. Das sind dann aber zwischendurch auch immer fremdländische Pflanzen. Hier zum Beispiel, das soll ein Granatapfel sein. Und gleich links daneben eine Besonderheit, das ist eine Tulpe. Unsere Tulpe, muss man sagen, die Tulpe wurde wenige Jahre bevor dieser Saal ausgemalt wurde, zum ersten Mal in Europa überhaupt eingeführt. Die kam aus Kleinasien und als man dann die Zwiebeln hatte, vor allem die Holländer, kam es dort zu einer Art Tulpenmanie. Man hat die sehr hoch gehandelt. Das war wohl die erste dokumentierte Spekulationsblase der europäischen Wirtschaftsgeschichte. Nach einigen Jahren brach es dann alles wieder zusammen, denn Tulpen haben natürlich keinen so riesigen hohen Wert. Man kann sie nicht essen, man kann sich da nur dran erfreuen. Aber immerhin wenige Jahre, nachdem in Holland die ersten Tulpen waren, hat man in Tübingen auch schon die Tulpe gekannt und hat sie stolz hier präsentiert in diesem Gerichtssaal. Wenn wir uns
hier wieder der Uhrentafel zuwenden, die Sie schon von der Lederbühne her kennen. Hier ist also ein weiteres Exemplar. Und hier sehen Sie auch wieder das Gestänge. Da kommt es von unten hoch, aus dem großen Sitzungssaal, von der Lederbühne. Und hier oben verschwindet es wieder in der Decke und führt dann hinauf zur astronomischen Uhr. Das ist wirklich ein Kuriosum. Gerade ist die Uhr weitergesprungen. Vielleicht hat man es sogar gehört. Es passiert immer wieder, dass die Uhr mal so ein bisschen hängen bleibt, so bis zu 3-4 Minuten. Und dann geht wirklich ein Rumpler durchs Gebäude und dann springt der Zeiger entsprechend weiter. Aber es funktioniert zuverlässig und solide. Ja, so viel hier zur großen Gerichtsstube und jetzt in die kleine Gerichtsstube. Dazu habe ich den oberbürgermeisterlichen Schlüssel, ich muss nur den richtigen, in der Hand und wir haben die Erlaubnis, hier reinzuschauen. Ja, warum eine große und warum eine kleine Gerichtsstube? Nun, diese hier, die kleine, die hat man sich einbauen lassen, ursprünglich, weil sie schwäbisch sparsam besser beheizbar war. Das waren einfach die Ressourcen. Wir wissen ja, der Schönbuch war auch nicht unbegrenzt verfügbar, was die Lieferung an Holz angeht. Also Holz war knapp und die einzige Möglichkeit zum Heizen. Und deswegen waren kleinere Räume im Winter dann schon besser und besser heizbar. Diese Gerichtsstube hat man dann im Jahr 1760 aufhübschen lassen. Ja? Und zwar im Stil des Rokoko. Da müssen wir mal einen Blick an die Decke richten. Und da sehen Sie überall diese netten Kartuschen in unterschiedlichen Farben. Das ist alles Gips. Und im Stil des Rokoko 1760, eine Stilrichtung, die man in Altwürttemberg, im evangelischen Altwürttemberg, nur ganz, ganz selten findet. Deswegen gab es hier auch keine Gipser, die so etwas gekonnt hätten. Diese, die hier das ausgeführt haben, das waren zwei Tiroler namens Brill, die Gebrüder Brill. Die haben das also zur Ausführung gebracht und man hat sie genommen, weil man hier also in Tübingen sonst niemand sonst dafür gehabt hätte. Interessant ist vielleicht auch noch ein Blick hier auf die Einrichtung. Ich persönlich finde es immer lustig, als ich im Rathaus angefangen habe, vor vielen, vielen Jahren, da war hier eine altdeutsche, eicherne Einrüstung. Wie man mir gesagt hat, das waren die Möbel von Oberbürgermeister Gmelin, die er sich in den 60er Jahren hier hat einstellen lassen. Und es sah eigentlich eher aus, wie wenn das nochmal 30, 40 Jahre älter wäre. Das war ein Stil vielleicht aus den 1930er, 40er Jahren. Schwer für große Möbel, unpassend für diesen Raum. Und als Oberbürgermeisterin Brigitte Ruschere hier angefangen hat, hat sie die Möbel rausstellen lassen und hat gesagt, hier muss was Leichteres rein. Und sie entschied sich dann zu diesen zierlichen Möbelchen USM Haller. Das ist ein Schweizer Design und übrigens genau aus der gleichen Zeit, also auch aus den 1960er Jahren. Gleiche Zeitstufe, aber filigran und wesentlich besser passend zu diesem wirklich schönen Raum. Ja, so viel hierzu.
Dann gehen wir noch eine Etage höher und schauen uns die Hofgerichtsstube an. Ja, wir sind hier in der Hofgerichtsstube und das war eine große Überraschung, muss man sagen, bei der Sanierung des Tübinger Rathauses, denn dieser Raum war komplett verloren, kein Mensch kannte den mehr und es war so, dass hier in den 50er Jahren Büros eingebaut worden waren und lauter kleine Leichtbau-Trennwände. Und niemand ahnte mehr, dass hier noch Spuren, noch Reste von dieser alten Hofgerichtsstube vorhanden sind. Und es war so 2012, ich kann mich noch gut daran erinnern, das Stadtarchiv war noch unterm Dach oben, bin ich hier abends runtergegangen. Die Handwerker hatten gerade hier die Räume verlassen. Ich bin hier reingelaufen und sah zum ersten Mal und erkannte, das sind ja Reste dieser Stube. Ich habe damals Herrn Palmer eine Mail geschrieben und er schrieb dann zurück, das kann nicht sein. Und dann hat man sich das angeschaut und tatsächlich. Und das Großartige war dann, dass also der Gemeinderat, der sich dann auch von dieser Begeisterung anstecken ließ, gesagt hat, ja, der Etat für die Sanierung wird noch einmal aufgestockt und wir wollen diesen wunderbaren Saal, der ja auch historisch große Bedeutung hat, wir wollen den wiederherstellen. Ja, die Sanierung, die Restaurierung hat sich im Wesentlichen daran orientiert, dass man den Zustand um 1910 wiederhergestellt hat. Also man wollte jetzt auch nicht irgendein Fake machen, etwas Älteres, was nicht erhalten ist. Man hat gesagt, das sieht man ja noch. Und es war auch eben hochwertig. Das sind zum Beispiel diese rundum laufenden goldenen Bordüren. Das war dann auch diese Petrolfarbe, die aus der damaligen Zeit stammte und die man jetzt wieder aufgefrischt hat. Das ist auch die braune Bemalung dieser Kassetten an den Wänden entlang, dieses Getäfer an den Wänden entlang. Das gehört auch in diese Stilphase dazu. Aber das Tolle, was man wirklich jetzt sich geleistet hatten, was sehr, sehr teuer war. Man hat die eisernen Stützen, die in diesem Saal angebracht waren, rausgenommen und man hat den ursprünglichen Zustand wiederhergestellt, einen stützenfreien Saal. Das war nachgewiesenermaßen schon bei der Entstehung dieses Raumes der Fall. Nun, wie ist dieser Raum entstanden? Das war auch eine Entdeckung jetzt bei der Sanierung. Dieser Raum entstand erst 1495 bei der Aufstockung des Rathauses. Also noch zu Zeiten von Graf Eberhard im Bart. Und dazu gibt es eine schöne Überlieferung im Stadtarchiv, wo es heißt, Graf Eberhard selber habe der Stadt Tübingen auf ihrem Rathaus diese Stube eingerichtet, geschenkt quasi, und zwar für die Festivitäten der Stadt. Hier tagte vor allem in den ersten Jahren eine Gesellschaft, die mehrere Feste abgehalten hat übers Jahr hinweg, weil aber das wichtigste Fest, das sie abgehalten hat, am Aschermittwoch war, hieß diese Gesellschaft die Aschermittwochsgesellschaft. Es kamen Leute von der Universität, es kamen Leute aus der Stadt, es waren Adlige anwesend und vor allen Dingen, es waren auch Damen zugelassen. Das wird also in den Statuten extra erwähnt, dass hier auch die Tübingerinnen aufs Rathaus durften und hier mitfeiern durften. Ja, 1495 diese Aufstockung und dann wurde ganz entscheidend 1514
Da gibt der damalige Herzog Ulrich der Stadt das Privileg, dass für dauernd, für immer das Hofgericht hier in dieser Stube tagen darf. Und hier findet also ein Funktionswandel statt. Und ab da, 1514, ist es hier die Hofgerichtsstube. Nun muss man sich wahrscheinlich vorstellen, dass das Hofgericht und diese Aschermittwochsgesellschaft sich ganz gut vertragen haben. Gefestet wurde meistens abends und am Wochenende und das Hofgericht tagte natürlich unter Tage. Außerdem war das Hofgericht in Tübingen 4 bis 5 Mal im Jahr und es waren immer Sitzungsperioden, also über mehrere Wochen hinweg. Und dann war einfach wieder Ruhe und der Saal konnte dann hier von den Tübingern benutzt werden in der Zeit. Allerdings, nach etwa 100 Jahren geriet diese Aschermittwochsgesellschaft und die Tübinger Bürgermeister in einen Streit mit dem Hofgericht. Das Hofgericht hatte nämlich heimlich die Schlüssel zu dieser Tür austauschen lassen. Und als nun die Bürgermeister kamen und wieder in ihre Stube wollten, stellte sich raus, Schlüssel ausgetauscht, wir kommen nicht mehr rein. Man hat einen Schlosser bestellt, hat es mit dem Dietrich dann aufmachen lassen und hat natürlich aufgeregt an den Herzog geschrieben und dem mitgeteilt, das ginge natürlich gar nicht. Die Tübinger haben sich fürchterlich aufgeregt. Und der Herzog musste dann ein Urteil fällen und musste dann also sagen, okay, die Tübinger bleiben in ihrem Recht bestehen und dürfen diese Stube weiter benutzen. Aber auch das Hofgericht, also die mussten sich irgendwie arrangieren. Aber interessanterweise, die Stadt hat dann bald gemerkt, dass das einfach nicht gut geht. Und sie hat dann einen anderen Ausweg gefunden. Sie hat 1607, also kurz darauf, das Kornhaus aufstocken lassen. Und deswegen ist der Festsaal dann ab 1607 im aufgestockten Kornhaus zu finden. Ja, so viel zur Hofgerichtsstube. Vielleicht noch ein Wort zu diesen Prozessen, die hier stattgefunden haben. Da gab es natürlich die Hofrichter, die Hofgerichtsassessoren, die Beisitzer quasi bei Gericht und dann noch die Hofgerichtsadvokaten. Diese Prozesse hier in diesem Raum, die waren öffentlich und das unterschied das Hofgericht von vielen anderen Gerichten im alten Württemberg. Also hier durften tatsächlich die Leute rein und Studenten wurden sogar ermahnt, sich solche Prozesse anzuschauen. Ja, und hier sehen Sie noch eine Besonderheit in diesem Raum. Das ist eine Uhr zur Haaggasse hinaus. Eine Uhrentafel und hier sehen Sie den rückwärtigen Antrieb dazu. Und natürlich kommt es auch wieder über das Gestänge zentral von oben von der astronomischen Uhr. Nun fragt man sich natürlich, warum und an dieser Stelle hinten am Rathaus eine Uhrentafel sein muss. Aber das erklärt sich ganz einfach. Sie erinnern sich vorhin, der alte Haupteingang zum Rathaus war eigentlich hinten zur Haaggasse hin. Wenn also die ehrenwerten Herrschaften, die auf dem Rathaus tagten, zu spät dran waren, dann haben sie das bei ihrem Anmarsch in der Haaggasse sehen können und vielleicht noch einen Zahn zulegen können. Wir haben hier dieses aufgestockte Dach, ursprünglich errichtet, 1435, abgeschlagen, auf dem Marktplatz zerlegt, dann wieder hier aufgebaut. Und Sie können sich wirklich vorstellen, das sind die Dielen. Das sind die Dielen von 1435. Und die sind noch original genagelt von der Aufstockung von 1495. Und im Laufe der Sanierungsarbeiten hat man immer wieder mal einzelne Dielen abheben müssen, hat die Nägel gezogen und hat sich herausgestellt, das sind noch die original handgeschmiedeten Nägel, die sich da drin verarbeitet gefunden haben. Von hier oben hat man natürlich einen grandiosen Blick auf den Tübinger Marktplatz. Vielleicht schauen wir kurz raus, da tobt allerdings jetzt gerade der Stadtmarathon und die Glocken läuten auch noch.
Den Blick können Sie sich gerne auch zu Hause immer wieder und aktuell ins Wohnzimmer holen, denn ein paar Fenster weiter steht die Webcam. Und jetzt schauen wir hier rüber und hier haben wir die Uhrenstube. Das ist ein eingefriedeter Raum, der mit Brettern zugemacht wurde, auch um die Uhr etwas zu schützen. Das sind städtische Bretter aus der städtischen Sägemühle. Die tragen diese Brandmarke mit dem Tübinger Stadtwappen. Man muss sich einfach vorstellen, diese Bretter waren wertvoll. Und wenn die gesägt waren, sind sie auch gern geklaut worden. Und so hat man dann die gleich mit einem Brandmarkezeichen versehen, um sie zu schützen. Ja, hier sieht man ein Türchen, das den Zugang freigibt für diese Uhrenstube. Das ist von irgendwoher sekundär weiterverwendet worden. Wahrscheinlich handelt es sich um die Tür eines kleinen Gefängnisses, eines kleinen Karzers, wo auch immer der gewesen war. Wenn man das aufmacht, dann sieht man, dass die Inkarzerierten, also die Gefangenen, da Inschriften hinterlassen haben. Ja, jetzt stehe ich also in der etwas beengten Uhrenstube. Man muss den Kopf einziehen. Hier sind immer wieder Nägel, die aus den Wänden rausschauen und komplizierte Vorrichtungen, die man nicht beschädigen darf. Das hier ist die astronomische Uhr. Wer sich gedacht hat, dass das viel, viel mehr sein müsste, viel, viel umfangreicher sein müsste, der ist vielleicht auf den ersten Blick sogar enttäuscht. Das sind genau die Räder, die also hinter diesem astronomischen Zifferblatt, das Sie sich hier vorstellen müssen, befinden. Nun, es sind wenige Räder und sie laufen ungeheuer langsam. Also wir können hier Stunden verbringen, wir würden nicht sehen, dass sich diese Uhr irgendwie weiter bewegt. Und um diese Relationen mal etwas zu benennen, der große Zeiger, der Drachenzeiger, der bewegt sich einmal um seinen kompletten Kreis zu umrunden in 18 Jahren. Das sind genau 6.798 Tage, bis er wieder an der alten Stelle steht. Und der Sonnenzeiger, das ist also der mit der Sonne drauf, der braucht genau ein Jahr. Und der zeigt natürlich innerhalb dieses Jahres dann die Tierkreiszeichen außen an. Und dann gibt es noch den Mondzeiger, auf dem der Mond abgebildet ist. Und der braucht rund 27 Tage, bis er es einmal im kompletten Rund geschafft hat. Nun, warum 27 Tage? Eigentlich müssten es 29 Tage sein. Das erklärt sich deswegen, weil dann natürlich der Sonnenzeiger mittlerweile weitergewandert ist, bis der Mondzeiger wieder auf ihn trifft. Und so werden das dann 29 Tage. Und durch das Verhältnis, wie die Zeiger zueinander stehen, ob sie deckungsgleich sind, ob sie in Opposition zueinander stehen, kann man verschiedene Himmelsphänomene ablesen, wie jetzt zum Beispiel die Sonnenfinsternisse oder auch den Stand des Mondes. Für den Mond extra gibt es nochmal ein Zifferblatt. Das zweigt hier ab, das sieht man auch, vielleicht kann man das sogar zeigen. Da muss man vielleicht ein bisschen hochleuchten. Und da sieht man, da ist noch mal ein kleineres Räderwerk und das führt auch nach draußen und da ist diese Mondscheibe. Man kann ja sehr symbolisch ablesen, ob der Mond gerade ein Vollmond ist, ob er ein Neumond ist oder wie viele Teile vom Mond in diesem Fenster sichtbar sind. Gebaut wurde die Uhr 1511. Ihr Konstrukteur war ein Tübinger Professor, Johannes Stüffler. Und das war einer der ersten abendländischen Gelehrten überhaupt, der sich astronomisch hervorragend auskannte und einen modernen Kalender berechnen konnte. Bis zu dieser Zeit wurde ja noch nach dem julianischen Kalender gerechnet, also nach Gaius Julius Caesar, der Kalender, der noch aus der Antike stammte. Und dieser alte Kalender, der hatte verschiedene Fehler. Und diese Fehler, die schaukelten sich derart auf, dass sich das Jahr
um 10 Tage verschoben hatte im Mittelalter. Da stimmte nichts mehr. Da stimmten die alten Bauernregeln nicht mehr, die Eisheiligen zum Beispiel. Da stimmte aber auch nicht mehr Frühjahrsanfang oder Sommeranfang. Das heißt mit anderen Worten, es war allen klar, hier musste eine Reform passieren. Stöffler war derjenige, der gesagt hat, das allererste, was wir tun müssen, ist, wir müssen 10 Tage lang ausfallen lassen. Und dann müssen wir Schalttage einführen. Und er ist aber damit auf Granit gestoßen. Also die Leute damals haben das nicht verstanden und sie haben einfach gesagt, das geht ja gar nicht, wo kommen wir denn hin? Ein Tübinger Professor rechnet aus, 10 Tage ausfallen lassen, das machen wir nicht mit. Und so ging das noch Jahrzehnte mit diesem alten falschen Kalender weiter, bis dann endlich, 1582 war das dann, Papst Gregor der 13. in Rom, diesen neuen Kalender, der in Tübingen im Wesentlichen berechnet worden war, für Urbi et Orbi, also für die Stadt und den Weltkreis, angeordnet hat. Ja. So viel zur astronomischen Uhr, zu Johannes Stöffler, der übrigens genau gegenüber gewohnt hat am Marktplatz. Das heißt, er konnte also zu seinen Lebzeiten immer genau schauen, ob seine Uhr auch wirklich richtig angezeigt hat. Und das tut sie in der Tat bis heute. So, und jetzt kommen wir aber zu einer Kuriosität. Hier hängt ein Kabel runter. Und was hat es nun damit auf sich. Nun, dieses Kabel gehört zum Totenglöckle. Das Totenglöckle befindet sich oben über der Laterne und ist damit läutbar. Und es wurde tatsächlich das letzte Mal geläutet im Jahr 1949, und zwar am 18. Februar, als damals der Raubmörder Richard Schuh zum Tode verurteilt worden war und drüben am Österberg hingerichtet worden war. Und da ist nach einer uralten Tradition ein Schreiben vom Landgericht drüben an die Stadt ergangen, man möge nach Altvätersitte, wie das früher üblich war, dieses Totenglöcklein bei der Hinrichtung läuten. Und dieses Glöckle war sozusagen immer dann zuständig, wenn es irgendetwas Ungutes zu vermelden gab. Also man hat es zum Beispiel auch geläutet, wenn im Rathaus Verhöre unter der Folter stattgefunden haben. Und man hat es geläutet, wenn also andere schlimme Dinge zu verkünden waren. So, jetzt wenn wir das heute läuten, dann tun wir das aber ein weiteres Mal, dann tun wir das aber sicherlich in der Freude darüber, dass solche martialischen Strafen wie die Todesstrafe mittlerweile Gott sei Dank und längst abgeschafft sind. Ich muss mich etwas in Acht nehmen, das ist schon lange nicht mehr geläutet worden. Sie sehen überall die Spinnweben und ich muss, glaube ich, gucken, dass ich hier nicht ganz in Staubregen hier versinke. Ich probiere es mal. Aber jetzt hört man es deutlich. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer kleinen Rathausführung angelangt. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was Neues erfahren über dieses altehrwürdige Gebäude. Ich hoffe, Sie hatten etwas Spaß dabei. Ich bin nicht zu staubig geworden gerade und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.